sich noch irgendwie was kauft, was in das Sandwich dann kommt, was man dann macht. Ich bevorzuge dann sowas wie Fleisch, also in Form von Scheiben, zum Beispiel ganz normal handelsüblicher handelsübliche Schinkenwurst. Ich habe Mortadella auch vorlieben. Genau. Mortadella geht auch, lieber Salami und dann Scheibenkäse. Und dann muss aber auch auf die eine Seite Ketchup und auf die andere Seite so Knoblauchsoße. Und dann wird das zugemacht und dann schmilzt. Also ich mache jetzt mal meine Kombination. Weißt du, was ich jetzt mal probiere? Ich probiere mal ganz neu das, was wir eben hatten, Banane und Schokolade, weil es euch so gut geschmeckt hat, aufs Toast und dann... Das stimmt super, aber die Banane geschmeckt. So, was ich mache, ist hier diese Schinkenwurst. Dann nimmt man eine Scheibe Käse und noch eine Scheibe Messer Schinkenwurst. Abends. Ach, jetzt habe ich es ich habe es eben noch erklärt, falsch rum gemacht. Könntest du mal Bananen schneiden, wenn du magst? Ja, gerne doch. So, und jetzt, Achtung. Boss, hast du noch ein Messer? Ja, ich würde dann das deins nehmen. Man muss mal den Sandwich-Maker anmachen. So Scheiben, ne? So kleine Scheibchen. So. Ja, wir müssen die Zeit gleich reinlegen, ne? Ne, der muss erstmal angehen. Ja, wenn die Lampe läuft, dann kann man es erst, man muss den vorheizen. Das Late Nights Kochschule, ich sehe schon, das ist ein Erfolgsformat und ich denke, das wird sich auch über die Wochen hinwegziehen. Warte, bis du Platz 1 siehst. Platz 1 ist auf jeden Fall nicht zu überbieten. Platz 1 ist, glaube ich, das leckerste und leichteste Gericht der Welt. So, und wie sieht's eigentlich aus? Kann man sich essen? Ja, ich bin gerade zum Matsch durchgekommen. Kann man da sich Patente anmelden? Wobei? Wo drauf? Für Rezepte. Und dann darf kein anderer mehr kochen? Ja. Ja. Ja, bestimmt. Ja, dann lass uns die Sendung abbrechen. Die größeren Erfolgsversichten haben wir damit. Eigentlich schon, ja. Ja, sorry, das war's für heute. Leider jetzt im Anschluss. Was gibt's jetzt? WoW? Ja, wir kochen heute auch. Ja, wie man das einfach mal so in eine. Es stehen auch viele Leute mal am Straßenrand und wollen so Bananen. Du willst dich ernsthaft Bananen in den Sandwich machen? Also gut, mit Nutella. Warum denn nicht? Ist bestimmt. Man kann auch Bananen braten, so. Bratbananen. Was? Zu lecker. Kennst du die im chinesischen Restaurant, kriegst du die in so Backteig mit Honig drauf. Was? Banane. Ach so. Hast du noch nie gegessen? Bananen im Backteig mit Honig? Beim Chinamann? Ich finde, Obst sollte nicht erwärmt werden, ganz ehrlich. Bananen ist Ausnahme. Bananen ist wirklich... So, jetzt ist super. So, Moment. Ja schon mal da. Ich muss gucken, ob das hier... Ne, ist noch nicht so weit. Ist noch nicht so weit. Also ich zum Beispiel ignoriere die immer, diese Leuchten. Irgendwann habe ich mir meinen eigenen... Du hast ja so eine Seelenverwandtschaft irgendwann mit deinem Sandwichmaker und man kann das einschätzen. Man braucht diese blöden Lampen. Du kennst den dann. Irgendwann kennt man den auch. Ja, ist so. Ja. Man kennt sich und dann stirbt er leider irgendwann. Das ist so wie mit kleinen Haustieren, die leben nur 2 Jahre wie Hamster. Beerdigst du die eigentlich hinten im Garten hinter der großen Tanne? Oder? Ich bewerfe damit Passanten. Ne? Auch gut. So. Sind wir soweit? Ja, wir machen es jetzt einfach. Wo ist denn die Rolle mit den... Mit dem Abputzpapier? So. Oh, ist schon schön warm. Ja. So. Wichtig ist auch, dass man große Toastbrotscheiben nimmt und nicht diese kleinen. Ja? Und auch, um Gottes Willen, keine Vollkornbrot oder sonstige Pseudo-Gesund. Das könnte ja gesund sein. Nee, so müssen so American Toast sein. Das ist wirklich so groß. Was jetzt auch sehr schön hier zu sehen ist übrigens, dass du nicht eingebuttert hast. Ja, und ich habe eingebuttert. Ja. Das heißt, wir werden gleich mal sehen... Ne? Also deins ist viel fetthaltiger als unseres, glaube ich. Und jetzt kommt's, Achtung, feste zu machen. Braucht man nicht gewisse körperliche Kraft. Hast du hier mal, wo sind denn die Papiertücher, die du gerade hattest? Hier. Vielen Dank. Die aufwendigen Servietten. Gibt's auch in der Rolle? Rollservietten. Feinkostgeschäft. Eine Rollserviette, danke. So, müssen wir ein bisschen das dauert ein bisschen. In der Zeit können wir vielleicht ganz kurz schon mal zeigen, was wir an Karneval gemacht haben. Ja, wir waren ja bei euch. Das hat ja auch was mit Essen zu tun. Wart ihr kochen? Im Prinzip. Nee, ja, das hat viel mit Essen zu tun. Wir haben uns überlegt, wie komme ich am besten durch den Karneval? Zeigen wir euch mal wirklich so ein 8-Punkte-Programm. Wie geht das los? Was muss man machen? Und fangen wir einfach mal vorne an, nämlich bei der Kostümierung. Viel Spaß. Ich wollte ja eigentlich was im Karneval zeigen, aber da es so doll regnet, würde die Kamera kaputt gehen. Deswegen haben wir uns ein Ersatzprogramm überlegt. Wir haben uns das ganz Tolles überlegt. Und zwar ziemlich am Rostbratwurststand.
Und wir zeigen euch jetzt Rostbratwurst. Bratwurstrost. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Guten Appetit. Hunger, lecker. Wo sind die denn die Würste? Da. Da, da sind die Würste. So, oh. Ja, mehr haben wir nicht hingekriegt an Karneval, ja, weil es verdammt nochmal geregnet hat und wir nichts machen durften. Gebt zu, ihr seid nur bis dahin gekommen, habt euch den ganzen Tag da mit den Würstchen verlustiert, ja, wenn man natürlich so, habt den Zug verpasst. Wenn man so Essensästheten sind wie wir, ja, also Nahrungsästheten ist ja eigentlich die, wie man uns bezeichnet, da muss man einfach sagen, wenn man dann irgendwo unterwegs ist und dann sieht man Essen, dann kommt man direkt auch ins Gespräch mit den Leuten, die Essen zubereiten. Wir haben einfach locker 2,5 Stunden mit dem Würstchenmann geredet, ja, einfach nur, weil wir wissen wollten, wie er die Würstchen macht. Und jedes Würstchen erzählt ja auch seine eigene Geschichte. Oh shit, wir müssen... Aha, die Essensdinger. Ja, aber Karneval, ganz kurz, seid getröstet, das ist eigentlich ein realistischer Beitrag gewesen vom Karneval. Ja. Denn was passiert, ihr verkleidet euch, ihr geht auf den Karneval und dann verliert sich sowieso alles, weil dann kann man nichts mehr planen, dann fängt man nämlich an, dann bechern die Leute da Alkohol, sogenanntes Alkohol in Massen. Das war... Und dann werden eh alle Pläne über Bord geworfen und morgens wacht ihr irgendwo auf, wisst gar nicht mehr, wo ihr seid. So, lasst euch da gar nicht drauf ein. Jetzt gucken wir mal, wie das so geworden ist. Die sind schon sehr dunkel. Man sieht also zum Beispiel bei mir, hat mein Sandwich hat so einen leichten Glanz. Wir haben auch noch so ein... Ja, oh, da bricht er auf. Also wir geben ihm besser noch ein bisschen Zeit, sonst macht er den völlig kaputt. Wir machen ein bisschen Werbung gleich mit zurück, dann zeigen wir euch, wie die Dinger schmecken. So, ich mach hier weiter. Wir können die Sachen hier hochnehmen und durch die Kamera machen. Pass auf, kennst du den schon? In Australien, da haben die jetzt so Tiere gefunden, die explodieren beim Springen. Weißt du, wie die heißen? Sprengeru. Verstehst du? Verstehe nicht. Dann stehst du auf dem Schlauch oder was? Ja, du bist ein Depp, ey. Ich stehe nicht auf dem Schlauch, also stehe ich auf dem Schlauch. Wovon redet der Mann? Da sind wir wieder, wir sind fertig. Ich würde sagen, du probierst ganz schnell, wir haben nicht viel Zeit. Das logischerweise mit den Bananen ist das Bananending, das andere ist das Standard. Boah, da läuft, guck mal, wie saftig der Käse da unten raus. Du musst richtig hier auflecken, den heißen Käse. Oh, nicht noch alles raus. Ah, oh, der flüssige Käse. So, du probierst erstmal, während du kannst das schon mal antesten und dann uns gleich sagen, wie du es findest. Kommen wir jetzt zum Platz 1. Und das, extra ist mal wirklich hier so gemacht. Mm. Und zwar nehmt ihr diese kleinen Stecaldo-Sticks. Ja, und dazu diesen Scheiblettenkäse. Und dann kommt der Clou, ihr wickelt die, ihr rollt die einfach ein. Und dabei ist natürlich ganz wichtig, dass die Dinger nicht aus dem Kühlschrank kommen, weil wenn die zu kalt sind, dieser Scheiblettenkäse, dann bricht der. Das sieht man hier schon. Und dann müsst ihr mit euren Fingern, das dürft ihr natürlich den Leuten, denen ihr es auftischt, nicht unbedingt zeigen, aber es ist ja nur für euch selbst, könnt ihr das hier richtig schön ummanteln. Mhm. Ja, baut ihr so richtig so ein Kehlkorsett für diese Wurst. Und dann habt ihr das so. Und das ist das Letzte, ganz fantastisch. So, jetzt ein bisschen Musik und dann sind wir gleich nochmal. Bis gleich. Das ist so lecker. Die Augen mal wieder zur Wand, aber bitte keine Fragen, aber bitte nichts zu sagen. Der falsche Moment, Augen zu, seh ich dich nicht, siehst du mich vielleicht nicht. Wenn er es doch so will, wenn er es doch so sagt, ist das immer noch besser, als wenn wer nach Leben fragt. Die Menge am Denken, traurig aber gut. Traurig, aber gut.